Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Immer noch mit diesem Landclaim-Block-Problem, aber das interessiert mich jetzt nicht. Da will ich mich jetzt auch nicht mit auseinandersetzen. Ach stimmt, wir haben ja noch Kram in der Tasche. Von den illustren Hunden, die uns in der letzten Folge besucht haben und so. Ein paar Maiskölbchen. Da können wir mal 176 Dingens von durchherstellen. Dann haben wir hier Waffenteile. Das sind ja die, die wir aus dem Dingens gezogen haben. Aus der, ne? Hier und so. Ihr wisst schon Bescheid. Scharfschützenverschlussgehäuse, Maschinenpistolenteile, Pistolengriff, Raketenwerfer. Kann ich die zusammenbauen eigentlich? Schon wieder eine. In der letzten Folge habe ich doch erst eine platt gemacht. Scharfschützen. Ich glaube, maschinenpistolenmäßig habe ich nichts, ne? Zusammensetzen. Dann fehlt mir eigentlich quasi alles. Der Schaft fehlt mir und der Lauf. Hätte ich ja schon gerne so eine. Ich tue sie selber erstmal hier rein. So eine Knarre. Naja, machst du nix. Gut, was ist noch Kram für den Händler essen? Und hier haben wir noch hoppala, Leder. Kommt das Kramszeug weg? Erste Hilfe, ja, weil da haben wir ja die First Aid Kits. Wobei, das ist schon geil, dass wir die gekriegt haben. Also, muss ich schon sagen. Aber nichtsdestoweniger hätte ich mir ein bisschen besseren Loot aus der Dingens gewünscht, aus der Kiste. Und wo wir schon mal hier sind, komm, pfeifen wir uns nochmal sowas rein. Dann können wir nämlich jetzt hier in den Kühlschrank das und das reinpacken. Na, da kommt ja noch ein bisschen Kornmehl. Das ist doof. In die Kiste hier oben kommt dann das Ding drin. Und dann können wir hier in der Getränkekiste nochmal... Nee, nicht im Feuer, in der Getränkekiste bitte. Noch mal ein paar Schluckel Teechen zu uns nehmen. In der Hoffnung, dass uns die Tabletten wenigstens ein bisschen aufheilen. Nachdem wir beim letzten Mal ja so unglücklich auf die Hunde getroffen waren. So, hier oben kann noch aufgewertet werden. Hier ist noch... Die Dinger müssten von außen, glaube ich, noch... Komme ich aber, glaube ich, jetzt so. Komme ich da, glaube ich, nicht ran, ne? Von unten. Vielleicht mit der Nagelpistole. Nina Nagelpistole. Werkzeug. Nailgun. Und dann brauche ich in Materialien. Also, ich weiß nicht, ob ich die Nägel brauche, aber ich nehme sie einfach mal mit. Und wo wir schon mal sowieso hier drin sind, dann kann ich mir auch gleich mal den Pinsel einstecken. Materialien, die Farbe. Da haben wir noch ein bisschen Beton. Gucken, kommt noch was aus dem Zementmischer? Dann, ne. Wo ist denn hier? Da. Hier aber noch ein bisschen was. Und solange wie es brennt, warum? Du hast nicht die erforderlichen Brennstoffe. Achso, weil es halt eben nicht mehr brennt. Komm, machen wir mal 50 Minuten. Und dann können wir hier raus auch gleich wieder eine alte Couch. Nein. Hier hätte ich jetzt gerne Rezepte. Komm, Junge. Nochmal 83. So, und dann gucken wir einfach mal jetzt hier unten runter. Und weiß ich nicht, ob ich hier außen... Aber zumindest da komme ich ran. Dann haben wir nämlich endlich auch den kompletten Fußboden aufgewertet. Das ist ja schon mal viel wert. So, aber die Frage ist jetzt, wie sieht das hier außen aus? Ganz merkwürdig, ne? Ja. Weil ich will ja endlich so diese Dinger auch fertig haben, die so angefangen sind, ne? So wie hier. Da stehen, glaube ich, die Forges oder sowas, ne?
Hier vorne müsste ja eigentlich auch alles durch sein, soweit. Ah, hier unten noch. Und hier vorne. Scheiße. Schon wieder kein Gedöns mehr. Oh. Mir wird ein bisschen frisch. Dann schlüpfen wir doch mal in den wärmenden Mantel. Und was sieht's, wie sieht's hier aus? Ja, ach so, hier war das, ne? Ja. Hm. Mann, oh. Komm, schnell wieder zumachen hier. Oder trocknet er. Ist ja schön. Habe ich jetzt hier was reingesteckt? Nee, das habe ich noch vorsorglich einfach mitgenommen. Ist natürlich auch schön. Anstatt das gleich direkt zu Zement umzuwandeln. Gut, dann können wir doch mal hier Teppichboden. So, fertig. Der Fußboden ist soweit bis hier vorne erledigt. Sehr schön, sehr schön. Hier unten drunter komme ich, glaube ich, nicht, ne? Da kann ich mich anstrengen. Das wird nichts hier. Da müsste ich die Werkbank für umstellen und da komme ich nicht dran. Also, ach, schade, Pech. Dann hier Pipette. Plütsch, plütsch. Und dann machen wir hier mal so ein bisschen Tapete ran. Wobei, das war es da ja auch schon wieder. Das trocknet noch so vor sich hin. Hier unten kommt ja dann das hier dran. Achso, hier können wir noch. Schwupp. Und schwupp. Ich glaube, ich müsste doch noch irgendwo... ach, wo war das denn nochmal? Diese ganzen... wie heißt es doch gleich? Ich glaube, hier mache ich das auch an. In irgendeiner Stadt hatte ich doch ganz, 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 ganz viel Gemälde und Blumen gesammelt. Wo habe ich die? In der Kiste hier? Ich habe doch... Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Kiste. Kiste ist angewählt. Irgendwie springt er immer hin und her. Hier ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Gibt es eine Seite 3? Eine Seite 3 gibt es nicht. Hier gibt es noch einen Bunker, wo wir nicht drin waren. Wo habe ich denn die ganzen... Seite 1. Das ist eine Chemiestation. Die kann ich mir eigentlich auch schenken. Seht ihr? Der springt einfach irgendwo hin. Der blöde Vogel. Die Chemiestation hier kann ich mir schenken, weil ich habe ja jetzt eine eigene. Theoretisch. So, das hier war wieder ein Händler, wo wir nicht... Das war der letzte, wo wir waren, ne? War das auch ein... Ah, vergessen. Ein Rekt oder ein Jimmy? Hm. So, den Airdrop beim letzten Mal vergessen zu löschen. Können wir jetzt machen. Also da wir scheinbar ja nur 2 Kisten haben, obwohl ich das merkwürdig finde, weil ich eigentlich dachte, wir hätten weitaus mehr Kisten in den Städten deponiert. Es war auf jeden Fall dieses ominöse Haus, das weiß ich noch, aber... Hm. Dann fahren wir doch einfach mal mit leeren Taschen die Kisten ab und gucken, was wir da noch so an Zeug rausziehen können. Ah, das hier können wir eigentlich auch rausnehmen. Das braucht ja auch kein Mensch. Oder ich habe eine Kiste irgendwo gelöscht. Das kann natürlich auch sein. Das, wie wir ja gerade gesehen haben, der hier lustig durch die Gegend springt und dann einfach mal irgendwas gelöscht hat. Öl und Eisen. Ach, hier oben. Mhm, mhm. Nee, weil dann können wir ja hier auch so ein paar Bilder aufhängen und so, ne? Dann sieht das hier nicht ganz so, ich sag mal, dröge aus. Licht wäre über kurz oder lang eigentlich auch nochmal ganz schön. Achso, den... Ah, na gut, dass er nicht gemalt hat, weil da wollte ich ja eigentlich diese Farbe hier anbringen. Blöd. Weil die Rückwand wollte ich jetzt nicht auch noch in Steinmuster machen oder sowas. Sondern wenn, dann lieber hier ein bisschen schick und so, ne? Ja doch. Also, warum man das hier nicht macht, ich verstehe es nicht. Hm. I don't understand. Aber das hier gefällt mir echt sehr gut. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Was brauchen wir denn eigentlich für Licht? Ich bin in der Werkbank, ne? Ja. Ach. Ach, das ist immer noch im... Ah, okay. Okay.
Ah, die machen, glaube ich, am besten Licht, sehen aber irgendwie auch scheiße aus, ne? Die hier brauchen zumindest keine elektronischen Teile und kein Plastik, aber ist die Frage, wie, ja, wie gut die leuchten. Gute Frage. Ich weiß es nicht. So, nee, komm. Ja, ab dafür. Legen wir den Kram wieder zurück. Dann ist jetzt erstmal soweit. Der muss hier sowieso noch vor sich hin trocknen. Möchte ich die Kiste so lassen, wie sie ist. Möchten wir hier noch eine dritte Forge hinstellen. Aber ich wüsste gerade nicht, was wir mit der dritten Forge anfangen sollten. So, das schmilzt hier noch schön vor sich hin. Da können wir eigentlich nochmal ein bisschen Glaskrüge rausziehen. Iron haben wir einiges drin. Okay. Wie sieht's hier aus? Der brennt auch noch gut. Dann machen wir aber hier nochmal mit Zement weiter. Und können dann hier drüben auch gleich mal wieder neuen anschmeißen. Das geht ja jetzt hier dann doch Schlag auf Schlag. Was das ausmacht, dass wir jetzt so viel Stein geholt haben, finde ich, das ist phänomenal. So, Nailgun. Dann gehen wir nochmal raus, in der Hoffnung. Falsch. Wir müssen ja in den Keller, also ins Untergeschoss sozusagen. So, in der Hoffnung, dass uns jetzt nicht die nächstmögliche Kreischerin hier auf die Nerven geht. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber muss ja auch gemacht werden. Den Rest können wir von oben machen. Bitte nicht runterfallen, dankeschön. Na, willst du das bitte auch noch? Dankeschön. Oh. Ein bisschen reparieren. Oh, oh, oh. Ah, das könnte die Ecke sein, wo dann die Chemiestation und weiß nicht, was alles steht. War es das schon wieder mit... Achso, ah. Oh, der ist noch... Der ist noch Cobblestone hier vorne, oder was? Oder Flagstone? Tatsache, entweder haben die mir den in der Hordennacht irgendwie, dass der Spucker das gewesen ist, dass er den runtergespuckt hat. Ich glaube aber eher, dass... Na, jetzt war es das aber wieder. Ich glaube aber eher, dass ich den einfach nur vergessen habe. Na, willst du bitte hier raufgehen? So. Haben wir da vielleicht noch was von? Pflasterstein. Irgendwie habe ich das Gefühl, es leckt gerade so ein bisschen. So, das war jetzt hier hinten oben, glaube ich, ne? Ja. Wenigstens ist das jetzt die Stufe. Alter, das habe ich total übersehen. Das wäre jetzt aber unangenehm gewesen. Oh. Dann können wir jetzt ja auch endlich mal den Teppich an der Stelle fertig machen. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Wäre doof, weil ist sonst kein Schlafsack da. So, dann nehmen wir die doch mal gleich, die Bedroll. Und so, dankeschön. Sehr schön, wunderbar. Jo, jetzt ist er hier auch, ah, gut läuft, ist wird aufgewertet. Und ich wollte jetzt Werkzeug und Gedöns loswerden, damit wir die Kisten leer machen können. Und hoppala, wo kommt denn jetzt die Leiste schon wieder her? Die Ho kommt hier rein. Ich lasse auch die Sachen hier. Die nehme ich mit. Das nehme ich mit. Den Pinsel lasse ich hier. Das kommt gleich auch wieder alles raus hier. Federn kann ich ruhig am Mann behalten. Das kommt aber raus. Die Machete nehme ich mit. Geschmiedetem Stahl. Habe ich da vielleicht noch eine Ersatzmachete, mit der ich die reparieren könnte? Oh. Wir gucken in die Autokiste. Da tue ich jetzt das rein. Und das hier in die Materialienkiste kommt der Kram, der Kram. Und auch die Nägel. Habe ich die Machete jetzt mitgenommen? Ja. Wo ist denn der Stahl? Dann können wir die hier mal reparieren. Kostet mich einen.
Und in der Werkbank. In der Weihnachtsbäckerei. Ja, gut. Kann man doch mal machen. 350 kostet mich 2. Oh, ist auch ein schlechter geworden. Na, ist nicht so schön. Möchte ich die jetzt damit reparieren oder mache ich mir einfach eine neue? Ich kann ja eine neue schon mal anschmeißen. Das mache ich aber einfach hier. Die brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen dafür. Nee, nicht Piff, sondern Pickaxe, bitte. Ich glaube, da unten läuft wieder jemand in die Spikes, aber dann ist das so. So, das kommt weg. Und dann noch bitte hier in Essen den Kram rein. Dankeschön. Wie sieht es bei mir aus? Jo, geht ganz gut. Dann lassen wir hier mal Basis sein. Blicken in die Nacht. Hm, ne. Mir bringt diese Verteidigung ja nichts, wenn ich sie nicht zumache. Also von daher immer dran denken, schön zumachen und überhaupt. Lässt du mich bitte raus? Dankeschön. So, in der Hoffnung, dass du nachher auch noch da bist, liebe Basis. Ist irgendwie auch ein cooles Bild. So. Karte. Wo sind denn die Kisten? Hier ist eine. Schneller Weg. Ich weiß, also, wenn die Sachen jetzt in den Kisten nicht sein sollten und ihr zufällig wisst, wo sie denn sind, dann sagt mir gerne Bescheid. Da wäre ich gar nicht böse drum, das von euch zu erfahren. Von daher. Aber ich gucke jetzt erstmal, was in den Kisten ist, weil ich habe ja die ganzen Blumen und Bäume, nicht Blumen und Bäume, sag ich schon, Blumen und Bilder nicht umsonst eingesammelt. Lustig wäre es jetzt noch, wenn man die Bilder einfach so ersetzen könnte durch andere Bilder. Also selbst reingemachte Bilder. Aber das ist wohl bei Seven Days mittlerweile nicht mehr so einfach, was so diese Bilddateien angeht. Das ist wohl etwas merkwürdig gehalten, sagen wir es mal so. Hier sind noch so... Ja, nee, ist klar. Hier sind noch so viele Steine und so viel Gedöns, was man mitnehmen kann. Aber das machen wir mal ein andermal, weil ich habe ja jetzt auch nichts dabei. Extra Taschen leer, damit wir da jetzt in Ruhe wirklich die Kisten auch leer machen können. Ich versuche mich gerade krampfhaft zu erinnern, wo denn das gewesen ist, aber irgendwie... Es will und will einfach mir nicht ins Gedächtnis kommen. Das ist wie bei einer Achterbahn, ne? So dieses über die Kuppe fahren und dann... Hui. Ich muss dazu sagen, ich hasse Achterbahnfahren. Furchtbar. Mag ich gar nicht. Komme ich nicht drauf klar. Weiß ich nicht warum. Ist so überhaupt nicht meins. So, ja. Da bin ich wieder. Herzlich willkommen. Herr Stier. Ach nein, Hirsch. Stier. Ist doch nicht Starvation hier, wo ein Nashörner und weiß ich nicht, was alles entgegen poltern. Gut. So, hier muss irgendwo muss hier eine Kiste hängen. Das X auf der Karte markiert den Schatz. Irgendwo hier. Na, da oben. Aber vorher... Ach, sind jetzt die ganzen... Habe ich zufällig Loot Respawn hier? Könnte das sein? Könnte das durchaus? Könnte das möglich sein? Das könnte sogar sehr gut möglich sein. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass hier wieder neue Gestalten drin aufgetaucht sein können. Hier drin nicht. Ne, der ist noch leer. Oder ich habe einfach nur verpeilt, die Müllsäcke zu kontrollieren. Das kann auch gut möglich sein. Ne, 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 ne. Alles leer. Leer, leer, leer. So, was haben wir denn hier drin? Oh, ne, ah, hier. Da sind sie doch. Das nehmen wir mit. Die Blumen nehmen wir mit. Da ist es auch schon wieder 20 Minuten. Das geht aber wieder schnell.
Was hätte ich denn noch gerne mitgenommen? Old Cash, dieses hier. Die Heilbandage natürlich. Das nehmen wir mit. Geld, Geld, Geld. Also, es bringt Geld. Okay. Das war das. Dann gucken wir nochmal hier ins Motorrad. Und ballern hier dann auch nochmal Sachen rein, die nichts decken. Das war's auch schon mit den nicht deckbaren Dingen, oder was? Aber ich glaube, dass ich in der anderen Kiste, weil zu der wollte ich zumindest nochmal hinfahren, dass ich da die ein oder anderen Dinge nicht drin habe. Das hier zum Beispiel. Dosen könnte gut möglich sein, aber die Dinger hier, glaube ich, habe ich da nicht drin. Da oben ist sie. Zit. Klamotten, das hier, leere Gläser, ganz wichtig. Das sind alles Jagdgewehrkram, ne? Raketenwerfer, Stoff habe ich sowieso am Mann. Komm, nehmen wir die rote Hose noch mit und den Rest, den lassen wir einfach mal hier. Und dann fahren wir aber nochmal schnell, geschwind zum nächsten Aufenthaltsort unserer gesammelten... Ich war aber der Meinung, ich hätte in irgendeiner Stadt auch nochmal an so einem Burger-Dingen so eine Kiste angebracht. Jetzt bleibt doch endlich mal stehen, Vogel. So, wo war jetzt hier? Einfach geradeaus, straight. Hier durch. Oder war die andere Kiste in... Also bilde ich mir das jetzt so doll ein, dass die diese Kiste an diesem Laternenpfahl irgendwie in einem anderen Gameplay war oder was? An so einer Laterne hing doch mal eine Kiste. Ich bin irritiert, Leute. Ich weiß es nicht mehr. In dieses Hotel wollte ich auch nochmal rein irgendwie. Hey, weg da! Ja, hier weiß ich, dass ich da, ja, probieren wir es nochmal. Dass ich hier... Ladies, Ladies! Hallo, hallo! Das ist genug Loot für jeden da. So. Noch eine Dame ohne Fahrschein? Das war jetzt auch so der typische proletige Spruch, muss ich sagen, ne? Aber hat sich leider gerade irgendwie angeboten. So, hier hinten müsste doch auch nochmal was los sein, oder? Wenn da vorne was los war, nur sehen tue ich so nix. Was? Hier ist ganz schön viel los. Was ist denn hier? Jetzt habe ich auch die halbe Nachbarschaft geweckt, ne? Waren das jetzt hier drin zumindest alle? Oder ist hier spontan Respawn irgendwo in der Ecke? Hier drüben könnte ja noch was los sein. Tatsächlich. Aber auch die hier. Wow. Ah. Himmel, Arsch und Zwirn. Bist du denn des Wahnsinns? Ach, der hat sich hier gerade straight away den... Dingens durchgebaut, oder was? Der hat aber hier ganz schön gewütet, doch. Mein lieber Scholli. Oh. Meine Fresse.
Gleich wieder 13 Jahre älter und das in dieser kurzen Zeit. So, alles leer. Was ist hier so drin? Komm, das bringt uns nichts. Blei habe ich am Mann. Dann machen wir mal so. Da hätte ich, glaube ich, lieber das dabei als das hier. Wobei, die Bonbon-Dose kann ich auch zerlegen. Dann kann ich nämlich lieber das hier mitnehmen. Und da haben wir immer noch nicht alles draußen. Faszinierend. Habe ich den Parts für... Nee, also brauche ich auch gar nichts auseinandernehmen. Weil bringt nichts. Ist leer soweit. Oh. Aha. Gut, dann räumen wir ihn nochmal kurz auf. Das kriegt zumindest die Knochen noch mit hier. Leer, leer, leer. Okay, okay, okay. Achso, das Gammelfleisch. Oh, wer braucht das schon? Kann man das eigentlich reparieren hier? Tatsächlich. Man weiß ja nie, wofür es gut ist, ne? Ach, das ist nur angemalt. Okay, na gut. Ja, dann bleibe ich einfach mal hier drin und dann bringen wir nächste Folge den ganzen Stuff mal nach Hause und dann bin ich verwirrt, weil ich eigentlich dachte, wir wären hier oben irgendwie nochmal drin gewesen in der Stadt. Aber dann, ja, bringen wir den Kram nach Hause und können dann ja mal nochmal eine Händlertour machen, weil dann wird es ja wieder hell sein und... wir haben ja noch die Garagentore, die wir verdicken können. Aber dann soll es das für jetzt und heute erstmal gewesen sein. Ich sage euch Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.